Zugentlader, ZEL-System. Die Präsentation zeigt 9 Bereiche, in denen man das ZEL-System hervorragend einsetzen könnte. Der erste Bereich ist der wichtigste. Keine Kippunfälle mehr. Auf dem Video 100 Bilder von Kippunfällen, das ich schon 2013 an die Berufsgenossenschaft in Hamburg gesendet habe, sind viele verletzte und tote Kipperfahrer zu sehen. Wann hört das auf? Das ZEL-System wurde in ein Rechteck und in eine Rundmulde eingebaut. Der zweite Bereich war die Leichtigkeit, Nutzlast. Der dritte Bereich ist das BDF-Wechselsystem von 20 bis 40 Fuß für einen Schüttgutcontainer von der Straße auf die Schiene, von der Schiene aufs Wasser und zurück. Der vierte Bereich ist das Entladen in einer Halle unter Brücken und unter Tage. Der fünfte Bereich ist das Verpressen von großvolumigen Reststoffen in einen Großraumpresscontainer. Der sechste Bereich ist der Einbau des ZEL-Systems in einen Großvolumenauflieger bis 100 Kubik zum Transport von leichten Schüttgütern und Paletten. Der siebte Bereich zeigt ein Hausmüllsammelfahrzeug, bevorzugt mit Elektromotor, Halbschalenführerhaus, Seitenlader und BDF-System zum Wechseln der Container. 55 Kubikmeter über Kopflader mit Wechselsystem. Der achte Bereich ist die Landwirtschaft. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel Sattelauflieger bis 80 Kubik. Der neunte Bereich ist die Bundeswehr. Das neue Standardfahrzeug der Bundeswehr ist der HX2 Multi, der meist mit einem 20 Fuß BDF Wechselsystem ausgerüstet wird. Zu den vielen verschiedenen Wechselcontainer könnte auch noch ein 20 Fuß Schüttgut-Wechselcontainer passen. Dadurch könnten die teuren Kippfahrzeuge eingespart werden.